Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Awesome Adventures of Captain Spirit. Schauen wir uns hier draußen mal noch ein bisschen um. Oh my god, the lake demon is rising. Können wir da was machen? Na, erstmal noch nicht. I can't fight Snowmancer looking like this. No fair. Oh, Snowmancer. This is sad. You used to be a good enemy. Look at you now. How are you supposed to train me to fight Mandroid like that? What can we do? Sieht doch schon besser aus. Now you are ready to battle with Captain Spirit. Snowmancer almost froze the whole city until Captain Spirit melted him. Sehr gut. For now. Dad won't fix the swing because it's too dangerous to fix. Ja, ich weiß ja nicht. Behold the Flying Fortress. Na gut, dann hüpfen wir da mal hoch. Eventuell gibt es ja was Cooles da drin. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the Ice Queen. That's Noctarius's son. He looks like his dad. Oh nein, oh nein. A fortress looks safe since we last talked. Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. We're lucky to have you. Keep up your good work. Sehr gut. I can't let Dad find my secret stash. Ever. Okay, dann bin ich mal gespannt, was da drin ist. Schauen wir mal rein. Open Sesame. Comic strips. I loved watching Mom draw her comics. So. Was fragt mein süßer Lieblings-Waldsjagd? Dein Lieblingsrecht? Pizza? Ja, fröhlichen Waldsdienstag. Oh. Die scheinen doch ziemlich zufrieden zusammen gewesen sein. Ach, ein geheimer Decoder. Dekodierer, vielleicht brauchen wir den noch für das, für die, den, Tasten-Dings. Harry did say mean things about Dad, but I can't let him see this. Sehr geehrter Mr. Erickson, ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihr Sohn Chris diese Woche nach der Schule in eine Auseinandersetzung mit meinem Sohn Harry Sober und seinen Freunden geraten ist. Chris behauptet, dass sie unangemessene Dinge über sie sagten, aber Harry ist nicht die Art Kind, kennt sie nur durch mich. Wie Sie vielleicht wissen, ist Harry Klasse besser und mit Orden auszeichneter Pfadfinder. Vielleicht sollte sie mit Chris über sein Verhalten reden. Als diese Schikanen weiterhin anhalten, sehe ich mich gezwungen, mit seiner Schule zu reden. Sober, aha. This is my worst report card. I'm doing better now. Zeugnis. 22.03.2015. Grundschule Beaver Creek. Mathe 2 minus, Sport D. Also, das ist glaube ich eine 4, genau, Englisch.
3, Geschichte 3 plus und Kunst eine 1. Schüler Chris Erickson. Ja. Kommt dann eher nach der Mutter. Maybe I can use this to read the map. Das wäre eine Idee. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Sehr schön. These are my favorite baseball players, even if I don't understand the stats. Raymond, John McCallahan und Scott Cicero. Cool. Hat es hier gelohnt, hier reinzuschauen? Jetzt muss man noch auf den Ausguck. So. Gerade mal festgestellt, dass die Taste für Dings auch direkt auf meinem Mute-Button liegt. I had to rescue my old cereal bowl after Dad used it for an ashtray. Ja, das ist nicht so schön. Das stimmt. Lege ich vielleicht noch mich mal in die Tastatur, benutze ich bei dem Spiel ja eh nicht. Okay, jetzt haben wir zumindest mal die Karte. Mal schauen, was die jetzt freischaltet. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas Interessantes, oder? Maze of Doom. Captain Spirit heard about the secret treasure inside. Dann schauen wir doch mal rein. Vorankommen. Okay, rechts würde ich sagen. Sieht eigentlich aus wie das letzte Mal oder wie gerade. Links. Ob wir jetzt irgendwie wieder rauskommen. Mal nach links. You better look at that map again. Ah ja. Ich glaube, die sollte ich mir zuerst mal holen, die Karte, ne?
Ja. Ah, das ist wahrscheinlich dann der Weg drauf gehen müssen. Okay. So komme ich ja wieder raus, ne? Ja. Vielleicht können wir doch jetzt mal noch kurz ins Dings gehen, ins Zimmer vom Vater. Pennt er jetzt erstmal. Wollte er dann nicht so wirklich mitkriegen. Mal gucken, was die Karte jetzt bringt. Oder schläfst du noch? Jo. Okay, ich meine, das Bett ist gemacht. Interessant. I'm too old to be measured now. Right? Ja, die hatten wir damals auch. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Ja, warum nicht? Locked. I wonder what Dad keeps in here. Ja. Dad doesn't play Mom's records as much as before. If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Ja, wahrscheinlich. Dad loves his cancer sticks. Gross. Wonder what they taste like. So, vielleicht können wir die ja noch sinnvoll verwerten, indem wir sie halt wegschmeißen oder so. Soul milk and honey. Call.
Schon schön. Schon schön gemacht. Shoot, that's way too high for me to reach. Gut, wir können uns den Stuhl beiziehen. Dad was so angry at the police. 10. April. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meinen Anruf und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhafter an diesem Fall arbeite als Sie oder die Polizeibehörde. Es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe bald von Ihnen. Ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. I remember Dad yelling on the phone a lot. 20. September. Mr. Charles Erickson, obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass all meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne eine weitere wütende Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Detektiv. Jeez. Dad wrote a lot of letters. Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Überwachungsaufnahmen von S Street Drive und Mental Street der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen. Außer sie sind Teil einer polizeilichen Ermittlung. Daher können wir Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtliche Vollzugsbehörde in Oregon Ihnen weitere Hilfe zukommen lassen kann. Ja, hat alles versucht, mehr über den Fall rauszufinden und halt den Verantwortlichen. Habe ich ja schon. That does not look good. Ah. Der Schlüssel für den Schrank. Light on. Ooh, the mystery of the secret key is solved. Ja, sieht so aus. Die Zeichnung können wir uns noch gerade anschauen. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here. Ja. Die halt dann auch quasi an seine guten Zeiten, seine Hochzeiten erinnert. Careful of booby traps. Mehr Briefe. Mm. Dad never told me he had a new friend. Charles, tut mir leid, was ich letztens gesagt hatte. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, er geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Eigentlich wütend. Ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und musst dir das einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach, daher hoffe ich, dass du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Eine kleine Tänzerin, Audra. Ah. War ja wohl in einer Bar gewesen, wo sie kennengelernt hat. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Die sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hamill. Ah ja, cool. That's scary. Versinkt ihr Leben Alkohol? Sie sind nicht allein. Wir können helfen. Kontaktieren Sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise verfügbar. Naja, immerhin versucht er was dagegen zu machen. So we move because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Erickson, unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerung und Zusicherung versäumt haben. Obwohl wir diese Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diesen empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir Ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten Sie den ausstehenden Betrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen
Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit Ihnen klären zu können. Mit freundlichen Grüßen, Klemm Immobilien. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Sehr geehrter Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät Ihr Vermächtnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für Ihr aggressives Verhalten gerügt und Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich der Bierdosen im Schwimmbad nach Schulabschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch sind wir überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zum alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass Sie in Zukunft Erfolg haben. Freundlichen Grüßen, Schulinspektor Magnum, Schulbezirk Sunny Creek. Aha. Oh my god. Dad actually got me the new Playbox? No way. Dad used to always talk about this basketball. Naja. Ah ja, hatte ich glaube ich auch mal, wo ich dann, dann die Weihnachtsgeschenke damals nicht so berauschend waren und am Ende gab es da doch noch was, was ich mir sehnlich gewünscht habe. Also in Anführungsstrichen nicht so berauschend. Als Kind ist man da immer ein bisschen wählerischer. Oh. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Na gut, dann gucken wir in der nächsten Folge mal, ob wir die Karte entschlüsseln können. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.